meine Ausbildung ist Naturwissenschaft und Ethik, was sehr gut zusammenpasst, aber auch leicht zum Anstoß führt. Und ich habe gedacht, ich nenne das einfach, wie wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Ja, eine kleine Geschichte, ein bisschen bin ich beeinflusst durch verschiedene Menschen, unter anderem fand ich auch ganz interessant, Paul Watzlawick, habe ich gelesen, einerseits Anleitung zum Unglücklichsein, was dem Österreicher sehr gut täte, wenn er das vielleicht nochmal lesen würde, und das andere auch vom Schlechten des Guten. Da geht es darum, dass zu viel des Guten ins Schlechte gehen kann. Als Naturwissenschaftlerin ist klar, die meisten Kurven in der Natur sind Optimumskurven. Wir haben so eine Achse und es steigt, es wird besser, und wenn man glaubt, es wird noch besser, wird es eigentlich schlechter. Und da gibt es so eine kleine Geschichte, die finde ich ganz nett, da kann man sich dann selber was dazu denken, und zwar von Watzlawick. Er hat gesagt, es gab eine Frau in einem Haus an einem Fluss, eine ältere Frau, wahrscheinlich ein bisschen durch ihre Erziehung in einer bestimmten Richtung, und die sah halt vor ihrem Haus im Fluss drei kleine Jungen, die haben nackt gebadet. Sie hat sich beschwert und hat gesagt, so geht das nicht, sie muss diese Jungen da anschauen. Daraufhin wurde natürlich reagiert, die drei Jungen sind 100 Meter runtergegangen, haben immer noch nackt gebadet, und die Frau hat festgestellt, na, so geht's nicht, vom ersten Stock kann sie immer noch sehen. Daraufhin sind die sie dann ein ganzes Stück runter. Sie hat sich wieder beschwert, aus ihrem Dachgeschoss kann sie immer noch sehen. Was kann man dazu sagen? Die Geschichte ist ja irgendwie entlarvend. Wer Ärger haben will, der kann ihn auch haben. Wer meckern will, kann es haben. Wer immer sich aufregen will, kann das auch haben. Andererseits kann man diese Geschichte auch ein bisschen variieren, indem man statt meinetwegen einer alten Frau und drei kleinen Jungen, kann man die Rollen noch austauschen. Man kann, was weiß ich, statt der alten Frau kann man einen jungen Mann sich denken, und statt der drei kleinen Jungen kann man sich eine andere Person denken. Das ist also variabel. Und statt sehen kann man auch hören nehmen. Das heißt, wenn ich etwas hören will, was eigentlich nicht für mich bestimmt ist, dann ist das immer möglich, vor allem mit der heutigen Technik. Ich kann mich so weit ranbegeben, bis ich endlich erfahren habe, irgendetwas, was mich aufregt, wo ich sagen kann, das ist Diskriminierung, das regt mich auf, das ist gegen mich gerichtet, und wenn es auch gar nicht für meine Ohren bestimmt war. Denn es gibt ja eigentlich auch in unserer Gesellschaft noch so etwas wie Privatheit. Das wird aber oft vergessen, weil wir eigentlich uns nicht mehr so sehr orientiert haben in den letzten Jahrzehnten an dem, was man einen guten Geschmack, eine Moral, eine Menschenrechte, ein gutes Auskommen nennt, sondern an dem, was machbar ist. Das heißt, die Technik ist der Primat über unser Empfinden geworden. Und da komme ich kurz drauf zurück, zu dem Thema Toleranz und Freiheit. Also du hast zum Beispiel die Freiheit, meine Rede nicht gut zu finden. Und ich habe dann die Toleranz, dich deswegen nicht zu mobben, zu hassen oder irgendwie anzugreifen oder etwas Negatives über dich zu sagen, was nicht den normalen Menschenrechten entspricht oder dich gesellschaftlich verletzt in einer Art, wie es eben in unseren Rechten nicht vorgesehen ist. Genau das Gleiche gilt für Religion. Mir kann eine Religion nicht gefallen und ich kann das laut sagen. Was ich erlebe hier in Österreich ist eigentlich, dass die Menschen sich verbiegen. Sie sagen gar nicht das, was sie denken, sondern sie sagen das, was sie glauben, das korrekt ist. Und zwar auch deswegen, weil man sehr viel für seine Meinung gemobbt wird. Wenn man also eine divergierende Meinung hat, dann ist es oft nicht möglich, die zu sagen, da die Menschen einfach nicht mehr tolerant sind. Tolerare heißt aushalten. Sie halten das nicht aus, dass jemand eine andere Meinung hat und diese auch sagt. Sondern sie sind entweder beleidigt oder sie werden sich hinterrücks rächen oder sonst etwas. Tolerare heißt aber aushalten. Und ich muss aushalten, dass du vielleicht eine Religion hast, mit der ich nicht einverstanden bin, weil sie mir nicht gefällt. Ich darf das auch in der Diskussion sagen, ohne dich als Mensch zu beleidigen, aber als Sachargument darf ich das vorbringen. Und das ist Toleranz, dass wir das gegenseitig aushalten, so wie wir sind, ohne
dass wir uns gegenseitig etwas antun, natürlich im Rahmen der Menschenrechte. Jetzt würde ich ganz gerne ganz kurz etwas zur Ethik sagen. Und zwar will ich keinen Vortrag halten, das ist langweilig, sondern doch ein bisschen klar machen, warum es in unserer Gesellschaft oft so durcheinander geht, weil die Menschen sich auch nicht mehr klar machen, was eigentlich Sache ist. Es gibt ganz stark verkürzt in der Ethik so etwas wie eine Ordnungsethik. Die Ordnungsethik ist eigentlich eine uralte Ethik, die sich der sind die Religionen zugewandt. Das heißt, es gibt unverblümte Rechte, die schon immer so waren. Daran ist auch nichts zu ändern. Das ist richtig, dem muss man gehorchen. Jetzt komme ich da noch einmal darauf zurück, warum ich das so sehe, dass das heutzutage zum Teil toleriert wird. Also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Ich will nichts behaupten, sondern nur sagen, was möglich ist. Die technischen Möglichkeiten sind unendlich. Ich weiß es als Naturwissenschaftlerin und da ich mich mit vielen Dingen beschäftige, dass alles möglich ist. Es ist möglich, die Wettermanipulation. Es ist möglich, Erdbeben zu machen. Es ist möglich, Tsunamis zu machen. Es ist möglich, gefährliche Biotechnologie zu machen. Es ist möglich, alles Mögliche ins Getreide zu geben, was dann gegessen wird und vielleicht Unfruchtbarkeit hervorruft. Es ist möglich, Seuchen herzustellen, indem man sagt, dass man an der Seuchenbekämpfung arbeitet. Ich behaupte überhaupt nicht, dass das gemacht wird. Aber was ich behaupte, ist Folgendes. Die letzten Jahrzehnte haben wir uns überhaupt nicht damit beschäftigt oder nur in untergeordneter Weise, wie wichtig es ist, neben dem Körper und der Materie auch Seele und Geist zu entwickeln. Das heißt, unser Wirtschaftssystem beruht auf unendlichem Wachstum hinauf in den Himmel, aber dass die Seele und der Geist mitwachsen müssen, wenn die Fähigkeiten, etwas zu tun, auch wachsen, das haben wir vergessen zu beachten. Und nun stehen wir da, wir haben alle Macht der Welt, aber wir haben uns weniger darum gekümmert, wer diese Macht eigentlich auch benutzen kann und dass sie benutzbar ist. Ich werde also nicht behaupten, ich tue das auch nicht, dass das alles gemacht wird, aber es kann alles gemacht werden und das ist hochgradig gefährlich und das müssen wir aussprechen dürfen, denn wir wollen nicht, dass solche Dinge passieren. Und jetzt weiter ein bisschen zu dem Thema auch Wirtschaft und Gesundheit. Unser Wirtschaftssystem beruht darauf und noch stärker in Deutschland, wo ich ja lange gelebt habe, dass wir eben bestimmte Dinge herstellen können. Und zum Beispiel in Österreich ist der Bereich Gesundheit mit 11% des Bruttosozialprodukts beteiligt, was ein sehr, sehr hoher Anteil ist. Die meisten Menschen, die in diesem System arbeiten, wollen gut sein und bemühen sich auch gut zu sein. Das System selbst lässt es aber nicht zu. Und darauf komme ich dann zurück, dass man ausschließlich anständig bleibt. Das Zweite ist natürlich, das wissen wir schon, werde ich nicht so stark behandeln, die Waffenindustrie, die einen sehr hohen Anteil gerade in Deutschland auch am Bruttosozialprodukt hat. Und das ist natürlich auch eine Krux. Und jetzt, warum ist das so? Unser Geldsystem, das wisst ihr auch, beruht darauf, dass wir immer mehr produzieren müssen, damit wir auch die Kredite mit Zins und Zinseszins bedienen können. Und wenn dieses Geldsystem im Hintergrund ist, dann besteht eigentlich nicht die Möglichkeit, das Wachstum zu senken, es sei denn, wir verändern dieses System. Und Wachstum in dem Fall heißt auch Jobs und Arbeitsplätze. Das heißt, wir haben in Österreich vergleichsweise eine gute Situation mit vielen Arbeitsplätzen, aber wir haben auch Arbeitsplätze, die, möchte ich mal sagen, hochgradig brisant sind. Denn man muss eins deutlich sagen, so gut die Menschen sind, so sehr man durch Zufall in eine Position reinkommt, Tatsache ist einfach, dass wir ein Wachstum an Krankheit brauchen, sonst kann das Gesundheitssystem nicht bestehen. Es ist unmöglich nach dem jetzigen System, müsste es einfach mehr Kranke geben. Und was ich dazu sagen möchte, ist nicht, dass ich jetzt weder Ärzte noch Krankenhäuser noch sonst wen diffamieren will. Ich kenne weitgehend, und das liegt sicher auch an mir, positive Persönlichkeiten, die Gutes tun. Aber ich weiß auch um Gefährlichkeiten in diesem System und ich weiß auch,
das Personal auch einem Druck ausgesetzt ist von Seiten der Wirtschaft, Dinge zu tun, zu verschreiben, zu machen, die eventuell zu Krankheit führen. Ich selbst bin ein Opfer dieses Systems mehrfach geworden und will das heute aber nicht erzählen. Es sieht auch so aus, dass, das wisst ihr auch, dass auch im sozialen Bereich natürlich die Stellen knapp sind. Natürlich ist es gut, wenn sich Menschen für andere einsetzen, die das brauchen. Und ich bewundere das, was diese Menschen leisten, was sie tun, wie gut das ist und wie hilfreich. Und ich kenne auch dort vornehmlich gute Menschen, die Gutes tun wollen. Trotzdem weiß ich, dass das Gesamtsystem auch Probleme hat, zu bestehen, wenn es nicht sich seine Arbeit beschafft. Und die Arbeit muss wachsen. Das liegt am Geldsystem. Das heißt also, das Problem ist das Geldsystem, das uns dazu zwingt, ein ewiges Wachstum zu haben. Mir geht es nicht darum, ob jetzt wer besser ist. So die Linken, die Rechten, die Pharma, die Sozialen. Überhaupt nicht. Da habe ich gar kein Interesse heute Abend. Das ist mir viel zu kleingeistig. Es geht mir darum zu zeigen, dass dieses System des Wachstums uns allen zu Opfern macht. Wir wollen Gutes tun, wir tun Gutes, aber wir müssen des Guten immer mehr tun. Deswegen am Anfang meine Geschichte vom Schlechten des Guten von Watzlawick, dass dieses System eben uns dazu zwingt, in das Böse hineinzugehen und Dinge zu tun, die für uns Menschen nicht gut sind. Das wäre jetzt ein wichtiger Punkt, den ich sagen muss, da ich einfach viele Beispiele kenne, die ich heute nicht erzählen will, weil es geht mir nicht darum, irgendjemanden anzuschwärzen, sondern zu zeigen, dass wir wirklich an der Wurzel etwas verändern müssen, wenn wir die Menschenrechte und die Menschen achten und ihnen Gutes tun wollen. Und das ist mir sehr wichtig. Ist okay, kein Problem. Ich möchte jetzt auch sicher bald zum Ende kommen und schaue noch mal, ob ich vielleicht irgendetwas Wichtiges vergessen habe. Wenn, macht es eigentlich auch nichts. Aber vielleicht noch ein oder zwei Zitate. Und zwar eins von Konrad Lorenz von 1983 aus dem Buch Der Abbau des Menschlichen, 83, 93, 313, also 31 Jahre her. Ziemlich lange. Da hieß es, der menschliche Geist ist auf dem Wege der Technokratie zum Widersacher des Lebens überhaupt und damit auch der menschlichen Seele geworden. Und das wollte ich sagen, vor 30 Jahren, der Ausspruch könnte heute genauso aktuell sein. Und ich möchte jetzt einfach aufhören, ich habe sicher ganz viel vergessen, das macht nichts, vielleicht darf ich noch irgendwann mal sprechen. Es geht mir einfach darum, klarzumachen, dass wir ein anderes System brauchen, um gut zu sein. Es geht mir nicht um rechts, links, oben, unten oder irgendeine Industrie, sondern einfach klarzumachen, wir müssen einen anderen Weg beschreiten, damit wir glücklich miteinander und in Frieden und mit den Menschenrechten leben können. Danke.